mit Susanne Edwell. Wählt man 0190, dann hat man Zugriff auf ein buntes Angebot von Telefondiensten. Ob Witze oder Sex, Party oder Horoskopservice, alles eher langweilig, mit Ausnahme der Villa. Die bekommt man zwar nie zu sehen, aber zu hören. Per Telefon kann man sich in das Prachtgebäude einwählen und per Tastendruck mit anderen Besuchern durch die Räume schlendern. Der Haken: Eine Minute Villa-Besuch kostet 1,15 Mark. Dafür könnte man sich so einen Nobelschuppen schon fast mieten. Die gute Nachricht: Zur Einstimmung gibt es diese Woche einen Schnuppertarif für Villa-Besucher. Pompös, luxuriös, großherrschaftlich liegen sie versteckt hinter Hecken und Zäunen. Die prächtigen Villen der Reichen. Ein Teenachmittag in riesigen Wintergärten, ein Diner im Salon, ein Pläuschchen am Springbrunnen. Unerfüllter Traum romantischer Seelen. Doch die Qual hat ein Ende. Schluss mit Neid und Lottoschein. Die Villenviertel von morgen kommen direkt aus dem Telefon. With me. Jetzt stehst du mitten in der großen Diele unserer Villa. Es stehen gerade 1 Leute neben dir. Der schönste Raum ist immer da, wo die meisten Leute sind. Es ist wie ein neuer Freundeskreis, den man hat. Es ist zum Beispiel wie in der Gaststätte, bloß dass man sich halt nicht gegenseitig sehen kann. Dass jeder nicht sehen kann. Wenn man da längere Zeit drin ist oder mal ein paar Mal reingehört hat, dann kann man nicht mehr ohne. Das ist wie eine Sucht. Aber eine schöne Sucht irgendwie. Wenn ich ehrlich sein soll, ich fühle mich teilweise in der Villa schon wohler als bei mir daheim. Enorm viel Kleingeld und ein digitales Tastengerät. Und schon können Sie mit Ihrem Einzug in die Audiovilla beginnen. Hier ist gerade niemand. Wir sind draußen auf der Terrasse. Am Telefon sind wir manchmal offener, als wir das wären, wenn wir den Menschen gegenüber haben. Man hat eine große Nähe und gleichzeitig eine große Distanz. Man kann offen sein, man kann spielen, ohne sich gleich preiszugeben. In diesen gigantischen Computertürmen befindet sich das Herz der Villa. Von hier aus leiten 120 Mitarbeiter auf 60 Telefonleitungen die Villenbesucher zueinander. Die wiederum können sich per Tastendruck am Telefon miteinander verständigen und entscheiden, wo ihre Reise hingehen soll. 35 Klangräume inklusive Gruft stehen zur Verfügung. Besonders beliebt zum Flirten die Gartenpartys. Das Extreme daran ist, dass man zunächst immer erstmal der Stimme den totalen Freiraum einräumt. Da ist eine nette Frau am anderen Ende und die lacht und knurrt und haucht und erzählt und ist geistreich und witzig und alles. Und die trifft man dann und dann ist irgendwie erstmal wieder so ein so, oh Gott, was ist das für ein Mensch und wie komme ich da jetzt ran? Und irgendwie so ein schönes Gedicht hier nochmal ausgegraben. Die Hausgemeinschaft hat sich bewährt. Sie hat sogar alle unsere Erwartungen übertroffen. In dem Fall nämlich, dass sich sehr viele Leute über die Villa kennengelernt haben, einige geheiratet haben, viele zusammengezogen sind. Wir also eine ganze Menge an Partnerschaften über die Villa eigentlich gebildet haben. Trotz erhöhter Sucht- und Schuldengefahr hat die neu eröffnete Villa München schon jetzt Kultstatus. Scharenweise pilgern die Villanauten zum wöchentlichen Stammtisch. Manche Paare blicken sich hier nach wochenlangem Telefonflirt das erste Mal in die Augen. Furchtbar nervös, aber er auch. Wir haben kurz vorher noch mal telefoniert und es ist eine merkwürdige Geschichte und wir haben furchtbar gelacht zusammen. Also wir haben wirklich richtig Spaß gehabt zusammen. Ich muss sagen, einfach die Villa, finde ich toll, dass man als Blinder halt so genauso genommen wird mit, ja, also wie ein Sehender halt auch, dass man nicht unbedingt irgendwie jetzt abgestempelt wird. Du meinst, du bist blind, was ja oft in der normalen Welt gemacht wird, weil man einfach Ängste hat vor Blinden. Doch die Villa ist nur der Anfang. Traum der Megabyte-Architekten ist Orbit City. Ein künstlicher Audiostart für alle friedlichen Telefonierer. Schöner wohnen im Cyberspace. Wir haben uns gesagt, wir sind jetzt ein Jahr am Netz. Also machen wir beide Villas auf, umsonst für alle. Die Rufnummer ist jetzt hier unten eingeblendet. Und dann können alle zum normalen Inlandstarif anrufen.